Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Heute geht es mal darum, ich will einfach nur raus aus diesem Albtraum. Raus aus diesem Kackleben, dieses beschissene Leben, wo du dir nichts aufbauen kannst. Dieses beschissene Leben, was ich die letzten 20 Jahre geführt habe. Von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Dieses beschissene Leben, wo du nichts hinkriegst, wo du nicht mal kreditwürdig bist, wo du noch nicht mal dir irgendwo ein gebrauchtes Auto für 10.000 Euro irgendwo kaufen kannst, weil du bist ja nicht kreditwürdig. Du hast ja nur einen Teilzeitvertrag. Du hast ja nur eine halbe Stelle. Du hast ja nur 80 Stunden im Monat. Warum hast du 80 Stunden? Warum? Weil du dir das so gewünscht hast? Ganz bestimmt nicht. Warum hast du 80 Stunden? Weil die Firmen das gerne so möchten. Weil es erlaubt ist, weil es zulässig ist. Ich kann 3 Leute nehmen, jeder kriegt 80 Stunden pro Monat. Oder so. Ja, das ist unsere Welt. Es ist leider nicht mehr so, dass du sagst, ich möchte gerne Vollzeit und dann sagt der Chef, jawohl, machen wir so. Und selbst Vollzeit schützt nicht vor Armut. Es gibt sogar viele Arbeitnehmer, die haben mit ihrer Vollzeitstelle gerade mal so 1.100 Euro. Das sind 150 Euro mehr als ein Hartz-IV-Empfänger hat. Netto, ungefähr 150 Euro mehr als ein Hartz-IV-Empfänger hat. Netto. So, das ist unsere Welt. So geht's ab. Ich wurde in der Schule gemobbt von den normalen Schülern, wohlgemerkt, von den normalen Schülern. Ey, du Behinderter, ey, du Doofmann, ey, bist du doof? Ja klar bist du doof, du verstehst die Aufgabe ja nicht richtig. Boah, bist du doof. Und richtig laufen kannst du auch nicht. Was machst du hier eigentlich im Sportunterricht? Boah, bist du doof. So, von erwachsenen Leuten oder fast erwachsenen Leuten im Berufsvorbereitungsjahr an der Berufsschule. Manche hatten noch keinen Abschluss, manche hatten schon einen und wollten ihren Abschluss verbessern. Ich war einer von denen, die ihren Abschluss schon hatten und eigentlich nur noch mal einmal besser werden wollten. So. Ich wurde von Leuten, die teilweise keinen Abschluss hatten, wurde ich teilweise gemobbt und beleidigt. Von Leuten, die nichts hingekriegt haben, keinen Schulabschluss, wurde ich gemobbt und beleidigt und ausgelacht. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Scheiße fühlt sich das an. Wisst ihr, wie sich das anfühlt, wenn du nichts auf die Reihe kriegst, weil du dein Leben lang irgendwo mit Hartz IV und mit Arbeit verbringst? Scheiße fühlt sich das an. In einer Stadt, in einer Gegend, wo seit Jahren und Jahrzehnten 10 oder 11% Arbeitslosigkeit sind. Manchmal auch 12%. Wenn sie froh sind, dann haben sie 9,9%. Juhu, hurra, wir sind jetzt unter 2-stelligen Prozentzahlen. Ja, ist das schön. Wir freuen uns. So geht's ab bei uns in der Gegend. Total daneben. Angemacht, ausgelacht, bedroht, überfallen, alles schon miterlebt. Ich will so einen Scheiß nicht mehr. Ich will ein ganz normales Leben. Ich habe jetzt schon in den letzten 20 Jahren etwa 60.000 Euro brutto zu wenig verdient, weil mir die Arbeitgeber nur Helferlohn zahlen oder gezahlt haben.